wird idyllisch und wir wollen über einen ganz besonderen Wein sprechen, Herr Bastian. Das ist ja soweit richtig. Wenn ich an Weinbaugebiete denke, denke ich meistens an Berge. Jetzt bin ich hier auf einer Rheininsel. Erzählen Sie mal. Ja, es ist relativ flach, ne, wie man sieht. Genau. Also Weinberg ist das falsche Wort. Weingarten wäre vielleicht richtiger. Ja. Der Weingarten liegt mitten im Rhein bei Bacharach. Und das ist tatsächlich ein traditioneller Weinbaustandort. Also es hat hier schon mal einen Weinbau gegeben. Das weiß ich aus den Aufzeichnungen meines Großvaters bis 1830 ungefähr. Und dann hört das erstmal auf, dann gibt es eine Gemischtwirtschaft. Dann haben meine Urgroßeltern hier ihr Altenteil gehabt mit Vieh, mit Bienenstöcken, mit Obstbäumen. Also man hat richtig hier gelebt? Man hat hier richtig gelebt, ja. Da war die Scheune, da hinten war das Wohnhaus. Ja. Und dann hat sich mein Vater 1960 entschlossen, den mittleren Teil, in dem wir jetzt sitzen, von der Insel wieder zu roden. Und da die verrückte Idee vom Inselwein durchzusetzen. Was ist denn das Besondere an einem Inselwein, wie Sie ihn jetzt bezeichnen? Also es ist ja hier ein anderer Boden als, sage ich mal, oben auf den Weinbergen, könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist... Bevor wir jetzt gleich zur Verkostung kommen, Sie merken meinen Bogen, wie ich ihn spannen will. Ja, was ist das Besondere jetzt gerade hier an einem Inselwein? Naja, Sie haben die Antwort schon fast gegeben. Es ist natürlich erstmal der Boden. Ja. Also das ist hier unten drunter Blauschiefer, sonst wäre der Sand nicht drauf, weil irgendwann ist mal hier nur ein Felsen gewesen und der Strom hat dann immer mehr Sand angelagert. Das sind nacheiszeitliche Sande, das heißt, die Insel ist noch gar nicht so wahnsinnig alt, vielleicht 10, vielleicht 15.000 Jahre. Und da sind dann irgendwann im Laufe der Zeit so 5 bis 6 Meter Sand draufgekommen, der unten ganz fein und hell ist und oben immer gröber und immer dunkler wird. Allerdings auch immer humoser. Und das macht natürlich einen Teil der Charakteristik aus, der andere Aspekt ist, dass wir hier natürlich ein anderes Klima haben, mitten im Fluss, jetzt als an den steilen Hängen am Fluss. Es geht hier eigentlich immer der Wind. Allerdings ist die Insel auch ringsrum umsäumt von diesem relativ hohen Baumkranz. Das sind also mittlerweile von allen Seiten eigentlich geschützt, ja, sag ich mal. Ne? Das sind jetzt so 100-jährige Bäume rundherum. Es gibt Aufnahmen aus der Jahrhundertwende, da sieht man, dass das alles noch relativ klein und die Insel recht flach erscheint. Aber jetzt zu Zeiten, in denen der Weinbau dann wirklich relevant geworden ist, war das schon immer ein windgeschützter Standort. Und sie haben natürlich dadurch, dass der Sandboden von oben viel Regen durchlässt und von unten allerdings auch viel Feuchtigkeit aufsteigen lässt, im Zweifelsfall keine Staunässe, aber immer eine gute Wasserversorgung. Mhm. Wie kann ich mir das mit Hochwasser vorstellen? Schadet das der Rebe? Wir sind jetzt hier eben hochgekommen. Ja. Im Moment haben wir hier Kauberpegel 4 Meter. Und bei 8,20 Meter steht es hier, also nochmal 4,20 Meter mehr. Und das Wohnhaus ist sogar noch ein bisschen höher, das ist bei 9,11 Meter. Das heißt, das kommt im Grunde so gut wie nicht vor. Ah, okay. Jetzt frage ich Sie als Winzer, im Prinzip brauche ich hier unten besondere Reben. Was ist das genau für eine, sagt man, Pflanze, für einen Weinstock? Weil ja doch alles hier unten so ein bisschen anders ist, haben wir gerade gehört. Ich brauche keine besonderen Reben. Ja. Sie wachsen nur an einem besonderen Ort. Also das ist Riesling, so wie wir ihn auch im Steilhang pflanzen würden. Es sind die gleichen Unterlagen, es sind die gleichen Edelreiser. Also auch die gleiche Pflege im Prinzip ist alles identisch, ja. Nur der Ort ist woanders. Ja, außer dass es natürlich eben ist. Also ich brauche nicht die aufwendige Steillagentechnik, die ich drüben am Festland habe. Ich habe dafür hier extra einen kleinen Schlepper stehen. Es ist halt eine zusätzliche Ausrüstung, die ich normalerweise nicht bräuchte, wenn ich mich jetzt nur unter den normalen Verhältnissen am Mittelrhein betätigen würde. Aber das ist jetzt, ist halt so. Ich brauche natürlich eine Fähre, ne? Ja, gut, das ist nur das eine geht nicht ohne das andere. Also nur mit dem Ruderboot geht das nicht. Ja, ja, wir haben eine kleine Person- und Materialfähre, mit der fahren wir das dann so hin und her, was wir brauchen. Und auch im Herbst natürlich die Trauben zurück ans Festland. Und das sind die Besonderheiten der Technik, die wir hier haben. Aber die Pflanzen an sich sind grundsätzlich die gleichen wie am Steilhang auch. Und ich bin mal gespannt, wie der Inselwein schmeckt. Sollten die Ihnen jetzt schon mal das Wasser im Munde zusammenlaufen? Wir blenden auch eine Internetadresse ein, wo man den bekommt. Aber wir dürfen jetzt schon mal, er hat das Mikrofon schon weggelegt, nee, das andere Arbeitsgerät in der Hand, ist alles gut, Herr Bastian. Ich kann auch mit einer Hand aufdrehen, aber das geht meistens schief. So.